Willkommen in meiner Küche. Heute wollte ich euch mal gerne das Tasty-Buch vorstellen. Und zwar haben wir das jetzt schon bestimmt seit 3 Jahren. Und als es rauskam, nur auf Englisch, haben wir direkt zugeschlagen und haben es geholt. Und wir haben bis heute kein einziges Rezept daraus gemacht. Und jetzt dachte ich, ich gehe jetzt einmal das ganze Buch von Anfang bis Ende komplett durch. Jedes Rezept werde ich einmal nachkochen, probieren, gucken, ob es gelingt, ob es schmeckt. Ja, das ist das Exemplar jetzt auf Englisch leider nur. Es gibt es jetzt mittlerweile auch auf Deutsch. Ich werde euch das Buch unten mal verlinken. Da könnt ihr das halt nachbestellen bei Amazon. Heute fange ich natürlich ganz von vorne an. Ich gehe das chronologisch durch. Ja. Und zwar ist das die Kategorie Party Food. Wir fangen an mit der Seite 14 und 15. Das sind jetzt 4 Rezepte zusammen. Gefüllte Eier, also mit verschiedenen Füllungen. Wir beginnen mit den klassischen. Ich habe das natürlich alles schon vorbereitet, damit das alles so ein bisschen schneller geht. Bei 4 Rezepten ist das immer so ein bisschen fummelig mit so vielen kleinen Sachen. Für jedes Rezept habe ich 2 Eier gedacht, also quasi 4 Hälften. Die habe ich einmal hart gekocht und jetzt werden die halbiert und das Eigelb wird quasi jeweils immer zu den Zutaten dazugefügt. Schön sauber schneiden. Ja, wie man Eier kocht, muss ich euch ja nicht erzählen. Bei allen Eiern ist die Schale gut abgegangen, außer bei einem. Woran liegt das? Ich zeige euch jetzt mal die Zutaten von der klassischen Eiercreme. Ich habe hier einmal nur die Hälfte des Rezeptes genommen, weil ich wollte jetzt nicht unbedingt hier 12 Eier von jedem haben. Für den ersten brauchen wir einmal Mayonnaise, Relish. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das kann man auch in einem Glas kaufen. Ich habe es jetzt nicht gefunden, deswegen habe ich einfach Gurken ganz klein gehackt und ja, ich hoffe, das tut es auch. Dann einmal Senf, ganz normalen. Ich habe jetzt so mittelscharfen, Salz, Pfeffer und meine Eier. Das mische ich jetzt einmal zusammen und dann ist es auch schon fertig. So, das erste ist jetzt fertig. Und zwar ist das nächste Guacamole. Die Zutaten sind einmal Avocado, Koriander, Eigelb, Knoblauch, Tomaten, rote Zwiebel, Jalapenos und Salz. Das war's schon. Das kommt dann auch einmal rein. Die Guacamole. Das dritte Rezept sind die Loaded Filled Egg. Ja, ich hoffe, ich spreche das gut aus. Ne, don't judge me. Ich bin nicht die Beste in Englisch. So, dann hole ich mal die Zutaten. Für die Loaded Filled Eggs brauchen wir Sour Cream, Cheddar Käse, Bacon, Schnittlauch, Pfeffer, Salz und Eigelb. Das dritte Rezept ist auch fertig. So, das vierte und letzte Rezept sind die Daijun Defilled Eggs. Daijun ist eine Gewürzmischung, die man kaufen kann. Glaube ich, schon fertig angemischt. Ich habe das jetzt selber angemischt mit den Sachen, die ich zu Hause hatte. Ich schreibe es euch auch in die Infobox, was genau da reinkommt. Zeige ich euch jetzt mal die Zutaten. Ja, und für das Kaijun-Rezept brauchen wir einmal Mayonnaise, dieses Kaijun-Gewürz, unser Eigelb, Senf. Dann brauchen wir eine scharfe Soße, Paprika und Staudensellerie. Kaijun ist auch fertig. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt irgendwie zu viel Plastikverschwendung. Deswegen mache ich das einfach mit einem Löffel rein. Das geht auch. Und damit ich natürlich nicht vorher probiere und das nicht ablecke, mache ich das immer schön mit der Serviette ab. So, dann die Guacamole. Auf das freue ich mich irgendwie am meisten, weil es ist so, es sieht so special aus. Guacamole. Loaded. Scherz. So, und die letzten, die Kajin oder so.
Diese Namen, ne, bei Tasty, das ist echt, boah, das sind solche Zungenbrecher ständig. Dann probieren wir die einzelnen mal. Ich bin echt gespannt, wie es schmeckt. Dann fangen wir mal mit den klassischen an. Muss man die ganz reinstopfen? Boah. Das ist viel zu viel Senf. Boah, nee. Irgendwie ist das nichts für mich. Mal was trinken. So, jetzt mal Guacamole. Ich stopfe die mir mal ganz rein. Ich glaube, das ist mit dem Ei dann am besten. Prost. Das ist auf jeden Fall um einiges besser gewesen. Das ist nicht ganz so würzig gewesen. Also da war ja auch, glaube ich, nur Salz drin. Ich meine, hier war auch nur Salz und Pfeffer, aber der Senf, der hat halt voll viel Geschmack gegeben. Das war ja irgendwie nicht so lecker. Da hätte mir vielleicht noch ein Tucken Gewürz gefehlt. Ah, was mir noch einfällt, da war auch noch Limettensaft dabei. Aber weil es ja dann da im Teller zerflossen ist, hatte ich das nicht mehr auf dem Schirm. Aber auf jeden Fall ist Limettensaft auch mit dabei. Genau. So, dann die Loaded. Da bin ich auch mal gespannt mit dem Bacon und dem Käse. Also der war richtig lecker. Der war so, ich weiß nicht, der hatte irgendwie so mehrere Geschmäcker ineinander. Der Bacon hat so dieses Crunchige gegeben, das war voll Hammer. Und auch so ein, ich weiß auch nicht, da war auch irgendwie eine leichte Süße drin. Kann man gar nicht beschreiben. Also es war wirklich eine Geschmacksexplosion. Also das kann man wirklich sagen. Wenn man hier beim Kaijin, Gojun, wie auch immer das heißt. Prost. Komm. Die waren okay. Die waren halt sehr knackig im Mund, weil da waren halt viele so frisches Gemüse drin. Ich bin jetzt nicht so der Fan von Staudensellerie. Ich mag auch diese Sellerieknolle nicht irgendwie. Ja, die Gewürze sind eigentlich ganz gut. Also das ist jetzt nicht irgendwie übergewürzt, weil da war ja echt sehr viel von diesem Gewürz, von dieser Gewürzmischung drin. Durch dieses Frische von dem Gemüse hat sich das vielleicht irgendwie, keine Ahnung was, gut miteinander verbunden. Ja, also das erste, das klassische, ist gar nicht meins. Der Senf war zu extrem. Und da war auch irgendwie, ich mochte auch die Konsistenz nicht, dieses extrem cremige, also dieses flüssig cremige, ne? Man sieht ja auch hier, ne? Es ist nicht so schön fest wie die anderen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Die Guacamole, da hätte ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Würze reingemacht. Dann wäre es, glaube ich, echt richtig geil. Und die würde ich auch auf jeden Fall nochmal machen, wenn ich mal eine Party schmeiße, wo ich so kleine Häppchen machen würde, würde ich auf jeden Fall den auch machen. Und der war einfach Bombe. Also wirklich, den kann man, ja, das ist einfach eine Geschmacksexplosion, hatte ich ja schon gesagt. Ich glaube nicht. Ja, also der war okay. Den kann man essen. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin echt gespannt auf die Buchreihe, ob ich das einfach, wie schnell ich das schaffe, dieses Buch durchzukriegen. Das ist echt interessant. Also ich brauche bestimmt ein Jahr dafür, wenn ich so einmal die Woche ein Video schaffe zu drehen. Die haben jetzt mittlerweile schon 3 Bücher. Da sind echt schon coole Rezepte mit drinne. Viele sind ohne Bilder. Das hat mich so ein bisschen gestört, auch an der ganzen Geschichte bei dem Buch. Aber man kann jedes Rezept, kann man auch noch mal in der Tasty-App eingeben. Und da findest du dann halt dieses kleine Video, was halt so schnell im Schnelldurchlauf abläuft. Ja, ich werde es mir auf jeden Fall noch in Deutsch bestellen, weil das alles zu übersetzen ist echt super schwer.
besonders diese Überschriften, die sind dann bestimmt auch schön übersetzt. Das wäre auf jeden Fall eine große Hilfe. Aber da sind echt coole Sachen drin und halt auch in Kategorien. Einmal Party, dann Country, Fair, Sweets, Classics, Vegan, Vegetarisch, Best Ever, Around the World, On Trend, Bombs und Drinks. Es wird sehr spannend, aber ich habe auch ein bisschen Bammel davor, weil das sind echt sau viele Rezepte, also wirklich mega viele. Aber da ist echt alles dabei. Kauft euch das Buch, wenn ihr es noch nicht habt. Ich verlinke euch auch noch die einzelnen Rezepte von der Tasty-Seite, dass ihr das in dieser Videoform auch noch habt. Also wenn ihr Bock habt auf die nächsten Rezepte von diesem Buch, dann schaltet einfach bei den nächsten Videos wieder ein. Ich würde mich super freuen. Lasst gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal. Ihr könnt auch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr. Ich würde mich auch über einen Kommentar freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ciao!